für die ganzen Leute, die auf schlau machen und irgendwas sagen mit so, ey, ja, aber du kannst keine Kritik vertragen, das ist doch nur Kritik und so. Auch da, wenn du einfach nur gesunden Menschenverstand an den Tag legst, dir die Videos anguckst, dann siehst du, dass es reines Trolling ist. Und das ist auch ein Heuchler. Das ist auch belegbar, weißt du? Hat mir dann noch irgendwas geschrieben, ja, wenn ich mal in Berlin bin, können wir Friedenspfeife rauchen. Und menschlich nicht korrekt, so verhält man sich nicht. Ihre Reichweite nehmen und damit was Böses machen wollen, was Schlechtes machen wollen, die kriegen irgendwann was Schlechtes auch zurück. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Marvin, neues Video, Support auch da in den Kommentaren. Was hat denn der erzählt? Bestimmt auf das Video reagiert, ja, dachte ich mir schon. Sind die da oben wieder schuld? Ja, ja, geil. 1 Stunde 38. Bruder, der macht auf Nacken, der macht einfach auf meinen Nacken Para, der Wichser. Der macht immer eine Reaction, immer 1 Stunde noch was und so. Und Bruder, eigentlich überhaupt nicht verdient, sag ich dir, wie es ist. Normalerweise müsste man, aber ich bin da auch echt zu faul für und so. Normal müsste man die auch alle wegstriken. Einfach die Videos sperren lassen. Content-ID, boom. Raus mit der Nummer, weißt du, wie ich meine? Wer soll auch auf sowas reagieren? Der weiß das wahrscheinlich auch schon. Als ob ich mir jetzt 1 Stunde 38 sein Face da reinziehen würde, wie er da versucht, mich wieder ins Lächerliche zu ziehen, weißt du, wie ich meine? So, what the fuck, bro? Da ist Cynic wenigstens noch human gegen, so mit seinen kurzen Videos, weißt du? Das kann man auch mitnehmen als easy Upload, aber wenn ich jetzt auf sowas reagiere, Bruder, dann reagiere ich 3 oder 4 Stunden. Mach wie Monte und verlang Donation, eigentlich schon, gell, Marvin? Wenn du das siehst hier, Digi, oder es gibt bestimmt Leute, die jetzt gerade so mitschneiden und mitmischen und so und dann auch wieder Dings machen und so, schreibt, macht das gerne in euer Titel rein, so Leon Lovelock fordert von Marvin. Was sollen wir fordern, Dicker? Was sollen wir fordern? 5000 Abos. für alle Videos, die er je gemacht hat, so. 5000 Abos, Bruder. Oder 10.000 Euro, Bro. Einfach überweisen, Digi. Ansonsten gehe ich zum Anwalt und lass alle Videos sperren, die du über mich machst. So. Ach, gar keine Zeit dafür, Bruder. Jeder, der selbst denken kann, stellt sich nicht gegen eine Minderheit. Ah, es geht gar nicht um Minderheit in dem Fall, Bruder. Ich bin ja jetzt in dem Fall keine Minderheit. Jeder, der selbst denken kann oder der seinen gesunden Menschenverstand einschaltet, der sieht, dass ich mein Content und meine Karriere nie dafür genutzt habe, um andere Menschen zu schwächen, schlecht darzustellen, sich lustig zu machen, fertig zu machen, einfach negativ, also Reichweite aufbauen, um die negativ zu nutzen. Das habe ich noch nie getan, so, weißt du, ich meine, deswegen gibt es keine Grundlage und keine Rechtfertigung, dass es jemand mit mir macht. Und das sollte ein normaler Mensch mit Menschenverstand einfach verstehen, so. Und da geht es auch nicht um Kritik für die ganzen Leute, die auf schlau machen und irgendwas sagen mit so, ey, ja, aber du kannst keine Kritik vertragen, das ist doch nur Kritik und so, bla bla bla. Bro, auch da, wenn du einfach nur gesunden Menschenverstand an den Tag legst, dir die Videos anguckst, dann siehst du, dass es reines Trolling ist, dass da zwischen den Zeilen mal ein bisschen Kritik, normale Kritik auch ist, aber das immer auf so einen lächerlichen Vibe runtergezogen wird und auch richtig persönlich teilweise wird, so, weißt du? Und das ist einfach in meiner Welt einfach nicht, respektierbar, so, weißt du, wie ich meine? Und warum soll ich mich mit Leuten auseinandersetzen, die ich nicht respektiere? Kann ich einfach nicht respektieren, weil die Dinge tun, die in meiner Welt nicht gut sind. Ja, also du bist alleine gegen die Masse. So, das meinst du mit Minderheit? Ja, ja, okay. Du meinst wahrscheinlich auch das gleiche wie ich, so. Wie ich, jo. Marvin Bash zum Beispiel, Kianusch nicht, aber dafür dann andere, what the fuck. Marvin ist ein Opportunist. Marvin ist einer, der hängt sich an die Schwänze ran, die ihm was bringen, und die Leute, die ihm nichts bringen und wo er vielleicht eine Antipathie gegen hat, die macht er fertig, so. Das merkst du ja, der hat ja auch irgendwie Manuelsen auch mal fertig gemacht oder irgendwie, da gab es auch mal Beef, mal Flair gedisst, mal hier, mal da, mit Flair Stress gehabt und so. Aber hängt sich dann noch, also kriegt dann noch ganz schnell die Kurve. Weißt du, und merkt dann so, okay, diese Charaktere so, die sind auch stärker als ich und so, und die haben vielleicht auch sogar die mehr Reichweite und so, und die könnten mich irgendwie ins schlechte Licht, so, dann hängt er sich an die Eier ran, so. Der ist einer, der hängt sich an jeden Schwanz ran, der ihm was bringt, und die, die ihm nichts bringen, die macht er halt fertig, wenn er eine Antipathie gegen die hat, so. Der ist doch einer, der würde Sachen mit Leuten, also der macht Sachen mit Leuten, würde er auch machen, die er nicht mag, wenn die ihm was bringen, so. Das merkst du einfach, so. Und das ist auch ein Heuchler, so. Das ist auch belegbar, weißt du? Der hat ja bei mir auch dann, nachdem ich ihn beleidigt habe in Insta-Stories und Ansagen gemacht habe und so, sich dann bei mir gemeldet und wollte mit mir telefonieren. Ich habe dann mit ihm telefoniert und da war der auf einmal der netteste Typ so. Weißt du, wie ich meine? Da wollte er auf einmal Frieden haben, wollte auf einmal so, sagt so, hat mir dann noch irgendwas geschrieben, ja, wenn ich mal in Berlin bin, können wir Friedenspfeife rauchen und dies, das, bla bla bla. Reacted auf meinen Song, wach und so, tut so, als ob alles gut ist. Und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr und dann findet er irgendwas in der Öffentlichkeit, was er gegen mich nutzen kann, so, hat im Herzen noch diese Wut, dass ich ihn damals beleidigt habe und fängt dann einfach wieder so an und macht sich wieder lustig und stellt mich wieder ins schlechte Licht, obwohl er mir das letzte Mal, wo wir Kontakt hatten, geschrieben hat, wir können gerne eine Friedenspfeife rauchen in Berlin, Bruder. So, das ist einfach heuchlerisch, Bro. Das sind Menschen... Männer, die ich nicht respektieren kann, Bro, weil das geht nicht in meine Wertvorstellung mit rein. Weißt du, wie ich meine, so? Es ist einfach so, es ist nicht nachvollziehbar, so. Das ist einfach Schrott, meine Meinung. So. Und das kann er sich auch schönreden, wie er will. Der hat dann auch irgendwann eine Insta-Story gepostet. Der hat eine Insta-Story gepostet, wo er gesagt hat, er wird nicht mehr auf meine Videos reagieren, er wird nicht mehr auf mir rumhacken, weil er jetzt größer ist als ich, so. Weil er 3 Interviews irgendwie gemacht hat, die ein bisschen Reichweite generiert haben und ich gerade so an dem Punkt war, wo ich nicht mehr so viel Klicks und so gemacht habe, dann hat er das in der Story gepostet und macht jetzt aber dann weiter anscheinend. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich weiß auch nicht, was der erzählt und nicht erzählt, ich verfolge den Typen nicht, aber macht dann weiter und die Leute feiern das dann wieder, anstatt mal ein Gehirn anzuschmeißen und zu denken so, Bruder, du bist ein Heuchler, du sagst erst so und machst dann wieder so. Weißt du, das ist einfach nicht, menschlich nicht korrekt, so verhält man sich nicht. So verhält man sich nicht. Und so eine Leute werden sich früher oder später, meiner Meinung nach, selbst exposen. Karma regelt es am Ende des Tages so. Es ist halt schade, dass sowas überhaupt funktioniert, dass Leute nicht richtig nachdenken und es sehen, aber sowas regelt sich. Genauso wie mit KuchenTV. Der hat sich am Ende des Tages auch selbst gefickt so. Das hat zwar nichts mit mir zu tun, aber so eine Menschen exposen sich am Ende, die mit negativer Intention ihre Reichweite nehmen und damit was Böses machen wollen, was Schlechtes machen wollen, die kriegen irgendwann was Schlechtes auch zurück. So. Made in Germany. Du bist ja Podcast, ne, Bro? Made in Germany? Geil. Er schreibt, genau dasselbe hat er damals bei mir auch gemacht, habe mit dem telefoniert, gefragt, was sein Problem ist. Er war total freundlich, hat mir Frieden angeboten und danach hat er wieder losgelegt. Das ist einfach lächerlich, Bruder. Ist ein Heuchler, ist nicht ernst zu nehmen. Und so eine Leute suchen sich halt auch die Bestätigung im Internet und wenn die merken, die kriegen die Bestätigung im Internet, dann denken die sind auf der richtigen Seite, Bro. Aber Karma und Gott ist größer als Internet, Bruder. Weißt du, wie ich meine so? Und diese ganze Scheiße wird dich irgendwann einholen. Das echte Leben wird dich irgendwann einholen. Irgendwann ist das Twitch-Zimmer nur noch das Twitch-Zimmer und auf einmal kommt echtes Leben in deine Fresse rein und du wirst zur Rechenschaft gezogen für alles, was du Böses getan hast, Bruder. Und dann spürst du Schmerzen, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Das gönne ich niemandem, Bro. Aber wer das selber auch forst, so, weißt du, wie ich meine? Der, wer das selber auch, sag ich mal, so triggert oder sich selber in diese Gefahr reinbegibt, dass sowas passieren kann, der ist halt scheiße, so, weißt du, wie ich meine? Für die Leute, weißt du? Das ist scheiße für die Leute. Und deswegen versuche ich auch immer, aus reinstem Gewissen, mit reinem Herzen Dinge zu tun. Und auch wenn ich... Weißt du, ich bin kein perfekter, heiliger Mensch. Ich habe Scheiße gebaut in meinem Leben und ich habe die Kellen dafür kassiert und ich will das auch und ich spüre das auch und dann ist aber okay, weißt du, wie ich meine so? Trotzdem versuche ich weiterhin ein guter Mensch zu bleiben und mit positiver Intention ranzugehen und mich immer gerade zu machen, mich immer für meine Fehler zu entschuldigen, dafür gerade zu stehen, einfach ein echter, gerader Charakter zu sein, der mit allem, was er tut, eigentlich was Gutes verfolgt, so. Und dann hoffe ich, dass am Ende des Tages beim jüngsten Gericht oder wann auch immer meine Strafen nicht zu hoch werden, weißt du, ich meine so? So. Und das hoffe ich und wünsche ich für jeden Menschen, deswegen versuche ich ja auch immer so krass einen auf Prediger zu machen, so. Leute machen sich da auch lustig drüber. Versuche ich aber, weil ich so viele Leute davon überzeugen will wie möglich, weil ich nicht will, dass die irgendwann die Kelle dafür bekommen. Genau, EP, ist auch so, fühle ich. Was wir jetzt bekommen, ist umso besser für später. So. Baust du Scheiße, mach dich sofort gerade. So. Geh sofort hin. Ich habe schon Scheiße gebaut in meinem Leben und die sofort, ich kann das nicht anders. Ich muss die sofort eingestehen und dafür meine Kelle kassieren. Und das dann auch, kann sich auch dann ziehen, so. Aber es ist besser jetzt als später. So, auch wenn ich Stress mit jemandem habe oder hatte, so richtigen Stress, wo es um mehr geht als einfach nur Internet so, dann stelle ich mich dieser Konfrontation, scheiß drauf, Bro, egal was passiert, weil ich kann gar nicht damit leben, mich nicht zu stellen. Dann bin ich nicht mehr ich, so. Und das sollte eigentlich, also sollten die meisten Leute so auch in sich tragen. Das ist besser, das ist der bessere Weg. Anstatt sich zu verstecken hinter einer Kamera, hinter einem Profilbild oder hinter, weiß ich nicht, zu Hause zu verstecken, wenn draußen Stress auf dich wartet. So, geh raus, mach dich gerade, fertig.